1996 году исполнилось бы 100 лет Льву Сергеевичу Термену, а в 95-м исполнилось бы 100 лет Йозефу Шиллингеру. И этим юбилейным датам посвящено исполнение сюиты, которую Шиллингер написал для оркестра и Терменвокса. Сюита называется «The First Aerophonic Suite». The First Aerophonic Suite by Joseph Schillinger was composed in 1929, and it was performed now in Germany by orchestra of Karlsruhe Hochschule für Musik. Josef Schillinger war ein Russe, der ins Ausland während der Revolution gegangen ist, und dann lebte er in Amerika. The suite is a little bit Russian, a little bit American. Wenn das gut geht, dann komme ich linear auch hier. Die Suite fängt mit leeren Quinten in Fagotten an, und dann können wir schon fast Hollywood-Filmmusik hören. Und einige Stellen erinnern uns an Gershwin sogar. Gershwin war eigentlich ein Schüler von Joseph Schillinger. Sie sollten dort auf dem Maximum drehen, ja, weil wir haben das so gestellt. Ja, ja. Also da, bei mir ist es eine Position, weil ich es mit dem Mikrofon abgenommen habe. Ja. Der Sound kommt doch nicht von der Antenne, der Sound kommt von dem Lautsprecher. Ja, können wir nicht globale Aufnahme machen? Okay, gut. 6. Thank you.
Well,